Spiel, die als Begründerin der Bildungspsychologie gilt, an der Universität Wien lehrt und hier eine spezielle Studie gemacht hat, was wir für die Zukunft des Bildungssystems lernen können. Sehr geehrte Frau Spiel, bitte sehr. Vielen Dank. Kann ich meine, ist der Bildschirm freigegeben, dass ich es hochladen kann? Sollte sein. Gut, schauen wir mal. Nein. Oder? Oh ja, so. Entschuldigung, hab schon. Kann es aber nicht. Oh ja, jetzt. Sehen Sie es jetzt? Jetzt müssen wir noch so starten. Ja, So, geht wunderbar. es wird gesehen, das freut mich. Gut. Ach, ich krieg das nicht weg. So, ich wurde gebeten, über unser Projekt zu lernen, unter Covid-19-Bedingungen zu sprechen und auch, was wir daraus für die Zukunft des Bildungssystems lernen können. Wenn ich über das Lernen spreche und Bildungssystem und gerade jetzt in Covid-Zeiten habe ich immer das Gefühl, wir springen zu rasch sozusagen in die aktuelle Situation und vergessen damit oft oder verlieren es aus den Augen, welche Aufgaben eigentlich Bildung und Schule haben. Und da habe ich mir gedacht, dass ich bei diesem Vortrag mit diesen Aufgaben beginne. Und zwar möchte ich da zurückgreifen auf eine Initiative, die aus der Wissenschaft gekommen ist, nämlich sogenannten International Panel on Social Progress. Das war eine Initiative, die von einer Reihe von Nobelpreisträgern getragen wurde. Die Idee dahinter war, wir haben auf der Probleme, ein Großteil davon sind soziale Probleme. Und wenn wir in die verschiedenen Wissenschaften schauen, haben wir eigentlich auch genug Wissen, um mit diesen Problemen so mindestens halbwegs gut umgehen zu können. Und wir sollten nur dieses Wissen zusammentragen. Und aus dieser Initiative wurden dann weltweit, also nicht nur OECD-Länder, wirklich weltweit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen Politikwissenschaft, Soziologie, Erziehungswissenschaften, Psychologie, Ökonomie und so weiter angefragt, die sich natürlich mit diesen nicht nur Bildungsthema, sondern überhaupt mit allen diesen Herausforderungen besprechen, um gemeinsam sozusagen zu einer Lösung beizutragen. Ich wurde angefragt, bezogen auf das Kapitel Education und habe das mit einem Kollegen geleitet. War eine beachtliche Herausforderung, aber ich glaube, wir haben sie ganz gut gelöst. Und ich komme jetzt zu den Zielen und Aufgaben von Bildung, die wir im Rahmen dieses Panels definiert haben. Und wie Sie sehen, wir haben erstens nur vier Ziele bzw. Aufgaben definiert. Wir haben gesagt, die gelten weltweit, unabhängig davon, ob es sich um ein Entwicklungsland handelt oder um eine sehr fortgeschrittene Industrienation. Und was Sie auch sehen, ist, wir haben hier beginnen mit humanistisch eine Reihung, die wir auch als eine echte Reihung verstehen. Also das ist nicht Zufall, dass humanistische Ziel an erster Stelle steht. Also vier Ziele. Erste eben humanistisch. Das heißt, Bildung soll einen Beitrag zu sozialem Fortschritt dadurch leisten, dass sie da beihilft, dass die individuellen und kollektiven Begabungen und Talente entfaltet werden können, bürgerlich, gesellschaftlich, durch die Förderung der aktiven Teilnahme an einer demokratischen Gesellschaft und am öffentlichen gesellschaftlichen Leben. Ökonomisch brauchen wir selbstverständlich auch ganz wichtig, durch Vermittlung von Wissen und Kompetenzen für den Arbeitsmarkt und durch soziale Gerechtigkeit. Wir waren uns auch einig, dass es eigentlich kein Land in der Welt gibt, auch nicht Österreich, in dem alle diese vier Ziele zur vollständigen Zufriedenheit erreicht sind. Und jetzt mache ich von diesem International Panel einen ganz weiten Sprung, nämlich einen Sprung nach Österreich. Und ich bringe zwei Zitate aus der Bundesverfassung, die natürlich im Zusammenhang mit diesen Zielen stehen. Das erste Zitat lautet: Schule soll der gesamten Bevölkerung unabhängig von Herkunft, sozialer Lage und finanziellem Hintergrund unter steter Sicherung und Weiterentwicklung bestmöglicher Qualität ein höchstmögliches Bildungsniveau sichern. Zweites Zitat: Jeder Jugendliche soll befähigt werden, am Kultur- und Wirtschaftsleben Österreichs, Europas und der Welt teilzunehmen. Ich würde gerne hinzufügen, auch am politischen Leben. Und wenn wir das als Aufgabe sehen, würde das ja eigentlich heißen, wenn wir das erste Zitat nehmen, dass das so etwas wie Chancengleichheit bedeutet.
Und beim zweiten Zitat handelt es sich darum, dass wir auf der einen Seite ein Bildungsminimum vermitteln müssten, und zwar allen, dass das möglich ist, aber auch so etwas wie eine Teilhabegerechtigkeit. Und wie bereits gesagt, bin ich der Ansicht, und das zeigen natürlich auch alle Berichte, dass das in Österreich auch vor Covid nicht erreicht war. Und jetzt komme ich zu unserem Projekt. Ich möchte es als Projekt bezeichnen, weil es inkludiert sehr, sehr viele Einzelstudien, nämlich Lernen unter Covid-19-Bedingungen. Wir wissen alle, aber ich möchte es ja noch einmal sozusagen vor Augen rufen, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das denkt, dass durch diesen Shutdown, der noch dazu ganz plötzlich kam, ganz zentrale Funktionen von Schule außer Kraft gesetzt wurden. Nämlich auf der einen Seite die Strukturierung des Alltags, dass er durch die Schule, durch das Lernen faktisch vollständig geschehen ist, beginnend mit Montag in der Früh, dass man um 8 in der Schule ist, wie viele Fächer man hat, welche Stunden, welche Aufgaben am Nachmittag und so weiter. Dann der Austausch mit Gleichaltrigen, das Lernen von und mit ihnen, was ja auch eine Vorbereitung auf gesellschaftliche Teilhabe ist. Denn Schule hat ja nicht nur die Qualifikationsfunktion, sondern auch eine Sozialisationsfunktion. Und jetzt von Lehrerinnen und Lehrerseite die direkte Beobachtung von Lernen und vom Kompetenzerwerb. Denn die Lehrperson hat natürlich beim Lockdown bekommen ein fertiges Produkt und konnte nicht sehen, wie lang die Schülerinnen und Schüler dafür gebraucht haben, welche Herausforderungen es gab, ob die Eltern geholfen haben und so weiter. Damit war, und das war ja eigentlich auch der Grund, warum wir diese Studie gestartet haben, eine besondere Herausforderung für die Selbstorganisation gegeben. Und ich forsche zu dem Thema selbstorganisiertes, selbstreguliertes Lernen seit mittlerweile, glaube ich, 20 oder 25 Jahren. Und das Zweite, das ist ja auch das Thema dieser Tagung und wurde auch im vorigen Vortrag ja besonders fokussiert, ein kompetenter Umgang mit digitalen Medien. Und herausgefordert waren natürlich nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrpersonen bzw. deren Eltern, die in dieser Situation auch, glaube ich, erfahren haben, wie herausfordernd der Beruf eines Lehrers, einer Lehrerin ist. Und wenn wir jetzt zur Ausgangslage zurückkommen, nachdem ich ja selbst zu diesem Thema geforscht habe, seit langer Zeit und forsche, wissen wir, dass zum Beispiel das selbstregulierte Lernen viel zu wenig systematisch gefördert wurde, dass eine hohe Heterogenität bestand. Und das wissen wir natürlich auch bezogen auf den Umgang mit digitalen Medien. Es gibt im Nationalen Bildungsbericht, von dem ich, seitdem es ihn gibt, eine der Herausgeberinnen war, 2 Kapitel dazu, die sich genau damit beschäftigen und das ziemlich klar aufgezeigt haben. Und dann haben wir natürlich noch etwas dazu, dem in der letzten Zeit, also letzte Zeit meine ich nicht gleich nach dem ersten Lockdown, ich komme später noch einmal darauf zurück, viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde, nämlich diesen psychosozialen Belastungen. Denn wir müssen einfach sehen, es gab ja nicht nur eine Gesundheitskrise, die sicherlich am Anfang total im Vordergrund stand und jetzt, wenn so neue Wellen kommen, auch wieder im Hauptfokus stehen, sondern es gab und gibt auch eine ökonomische Krise und eine soziale, wodurch eben Heterogenitäten, die bereits bestanden haben, verstärkt wurden, sondern es handelt sich natürlich auch um eine individuelle psychologische Krise, unter der manche Kinder, manche Schülerinnen und Schüler, aber nicht nur diese, natürlich auch Erwachsene, besonders leiden. Dazu gehört Einsamkeit, Angst und so weiter. Das heißt, die Krise hat zusätzlich auch Herausforderungen für die mentale Gesundheit mit sich gebracht. Dieses Projekt, was wir durchgeführt haben, wurde zuerst vom Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds in einem sogenannten Rapid Call gefördert, dann später auch von der Universität Wien und von der Megastiftung. Und Sie sehen, dass wir eine sehr große Gruppe waren. Das waren auch sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereits als Doktorand, Doktorandin, Studienassistentin oder Postdoc bei uns beschäftigt waren, aber nicht volle 40 Stunden hatten. Und das hat auch wirklich dazu geführt, dass es, also sie haben alle sehr herausfordernd mitgearbeitet, aber sie haben das Gefühl gehabt, dass sie in so einer Krisensituation etwas völlig Sinnvolles tun, weil sie sich mit der Krise beschäftigen, wie es anderen Menschen geht und weil sie durch dieses große Team auch selbst eine soziale Eingebundenheit erfahren. Und wir werden hören, dass das ja eine sehr wichtige Rolle spielt für Wohlbefinden, gerade in dieser Zeit. Was waren die zentralen Fragestellungen?
wie ist das Wohlbefinden? Und Sie sehen hier schon nicht nur der Schülerinnen und Schüler, sondern auch von Studierenden. Und wir haben später noch weitere Zielgruppen dazugenommen. Wie gelingt der Umgang mit der Situation? Was erleichtert den Umgang? Was erschwert es? Wie verändert sich zum Beispiel auch die Lernmotivation oder das Wohlbefinden über die Zeit? Wir haben ja mehrere Erhebungen durchgeführt. Was führt dazu, dass es leichter oder schwieriger wirkt? Und auch welche Effekte hat das auf Wohlbefinden? Wir haben das alles natürlich basierend auf psychologischen Theorien gemacht und haben bei unseren Erhebungen sowohl psychologische Skalen eingesetzt, eben basierend auf diesen Theorien, beziehungsweise auch eine Reihe von offenen Fragen gestellt. Damit Sie mal einen Überblick haben, wie groß unsere Studie war oder unser Projekt war mit vielen Teilstudien, wir haben bei Schülerinnen und Schülern 5 Erhebungen durchgeführt, bei den Studierenden 4. Wir haben 2-mal Erhebungen mit Lehrpersonen durchgeführt, eine mit Schulleitungen, eine mit Elementarpädagoginnen und eine auch mit Eltern. Das hat uns über die Zeit ordentlich beschäftigt. Und dann kam noch etwas dazu. Wir haben uns gleich am Anfang entschlossen, dass wir nicht nur auf Österreich schauen wollen, sondern uns auch die internationale Situation ansehen wollen. Das heißt, wir haben gleich Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland. Ich bin derzeit in 2 Cost-Action dabei, also habe sehr, sehr viele Kolleginnen auch aus anderen Projekten im Ausland. Und die haben wir alle angeschrieben, ob sie nicht Interesse hätten, ebenfalls in ihrem Land Erhebungen zu machen. Und letztendlich ist es auch in 19 Ländern gelungen, was ja schon beachtlich ist. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit und haben das auch bereits getan in Publikationen, Vergleiche über Länder hinweg zu ziehen. Ich zeige Ihnen hier, weil ich heute ja über Schülerinnen und Schüler spreche, nur die Zeitpunkte und auch die Stichprobenumfänge für die Schülerinnen und Schüler. Und wir haben unsere Erhebungen, so ähnlich wie es jetzt auch geschildert wurde vom Herrn Bauer, auch sehr stark beworben. Auch wir haben eine Kooperation quasi mit Ö3 gehabt. Ich habe ganz gute Medienkontakte. Also das heißt, es hat nicht nur das Ministerium und die Bildungsdirektionen die Erhebungen unterstützt, sondern sie wurden auch Ö3 angekündigt. Wir haben breite Medienaussendungen gemacht, die sowohl über unsere Studie, über unser Projekt berichtet haben, aber auch immer wieder die nächsten Erhebungen angekündigt haben. Und nur um eine Zahl jetzt hier zu nennen, bei der ersten Erhebung, ja, also die war im April relativ knapp nach dem ersten Lockdown, haben immerhin 45.000 Schülerinnen und Schüler den Fragebogen begonnen, wie es halt immer bei so etwas ist, denn man hat immer die Laus zu wahren, wie viel will ich eigentlich wissen, aber wie lang darf auch so ein Erhebungsinstrument sein, haben dann nur über 19.000 den Fragebogen wirklich beendet. Aber letztlich ist das trotzdem eine sehr große Stichprobe. Vielleicht noch einen Satz dazu. Es handelt sich um keinen echten Längsschnitt, also dass wir sozusagen dieselben Schülerinnen und Schüler befragt haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sehr viele bei allen Messzeitpunkten dabei waren. Aber wir hätten die Einwilligung der Eltern erheben müssen, wenn wir einen echten Längsschnitt machen, und haben uns aus 2 Gründen dagegen entschieden. Erstens hätte das sehr lang gedauert und wir hätten die Startsituation verpasst. Und zweitens wäre davon auszugehen gewesen, dass die Stichprobe nicht nur viel kleiner gewesen wäre, sondern auch ein echt gebiased wäre, weil natürlich eher höher gebildete Eltern zustimmen, dass ihre Kinder bei so einem Projekt mitmachen. Also das wollten wir beides vermeiden, daher haben wir nur einen Quasi-Längsschnitt. Wir haben das aber damit umgangen, dass wir bei jedem Messzeitpunkt nach dem ersten quasi Vergleiche zum Beginn des ersten Lockdowns gezogen haben. Also wir haben sie direkt gefragt, wenn du das jetzt vergleichst mit dem ersten Lockdown, wie ist es dir damals gegangen, wie geht es dir jetzt? Also damit war zumindest diese Vergleichbarkeit möglich. Was sind jetzt die zentralen Ergebnisse? Die zentralen, und das war nicht nur für Schülerinnen und Schüler und bei jedem Messzeitpunkt wieder bestätigt, sondern auch für Studierende und auch dort, wo wir es bei Erwachsenen, also Lehrpersonen, Elementarpädagoginnen und so weiter erhoben haben, die hohe Bedeutung der Erfüllung der psychologischen Grundbedürfnisse für Wohlbefinden und Lernmotivation. Die 3 zentralen psychologischen Grundbedürfnisse, die wir alle haben, ist das Bedürfnis nach Kompetenz erleben. Das heißt, ich habe etwas geschafft, ich habe etwas weitergebracht. Das Bedürfnis nach Autonomie, also ich kann etwas selbst gestalten, auswählen und so weiter. Und das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Der Lockdown hat das alles sehr stark eingeschränkt,
Aber es hat sich eben genau gezeigt, falls das trotz des Lockdowns, trotz der schwierigen Situation später auch in dem häufigen Wechsel zwischen Lockdown, dann wieder sozusagen Präsenzunterricht, falls das trotzdem möglich war, dann hat das dazu geführt, dass auch das Wohlbefinden hoch war und auch die Lernmotivation. Wichtig ist aber die Rolle, die dabei das selbstregulierte Lernen bzw. die Kompetenzen zum selbstregulierten Lernen spielen. Je besser die ausgeprägt sind, desto eher kam es natürlich zu einem Kompetenzerleben und dadurch dann zu Wohlbefinden, Lernmotivation und so weiter. Und wenn auch die soziale Eingebundenheit und die Autonomie gegeben war, ist man quasi in einen positiven Kreislauf gekommen. Wenn dagegen es Probleme gegeben hat, sich das Lernen selbst zu organisieren, selbst zu regulieren, dann ist man eher in die Richtung negativen Kreislauf gerutscht. Was gibt es noch für Befunde, und zwar globale Befunde? Es zeigte sich bei allen Schülerinnen und Schülern, also alle haben das angegeben, vor allem eben auf unsere offenen Fragen, wie wir gesagt haben, wie geht es euch am Anfang sinngemäß, dass sie sehr große Probleme in der Selbstorganisation hatten. Das wundert uns eigentlich nicht, weil, wie gesagt, da war ja schon die Ausgangslage nicht so gut und vor allem ist ja der Lockdown ganz plötzlich gekommen. Jedoch, wenn man sich die sozusagen die späteren Erhebungszeitpunkte anschaut, zeigt es sich, dass es über die Zeit besser gelingt und dass auch die Relevanz erkannt wird. Wir haben vor dem Sommer 2020, das war unsere dritte Erhebung, haben wir gefragt, offene Frage, wenn ihr jetzt zurückdenkt, was habt ihr über die Zeit von Lockdown und jetzt zum Schluss wieder Schulöffnung, was habt ihr mitgenommen? Und die häufigste Antwort war, wie wichtig es ist, dass ich mein Lernen selbst organisieren kann. Also das heißt, den Schülerinnen und Schülern ist es bewusst geworden. Und das ist ja auch ein sehr positiver Effekt. Also das heißt, die Covid-Krise hat zwar uns natürlich sehr viele Schwierigkeiten gebracht. Wir kommen ja zum Teil jetzt auch noch darauf zurück. Aber sie hat durchaus auch positive Effekte. Auch das Lernen ist durchaus besser gelungen. Und auch die Lernfreude ist bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen Schülerinnen und Schülern gestiegen. Und was sich auch gezeigt hat, ist, dass die Schülerinnen beim zweiten Lockdown, der war ja dann im Herbst vorigen Jahres, vor Weihnachten, dass es die auch deutlich mehr gearbeitet haben. Nehmen wir nur das Beispiel Oberstufenschülerinnen. Da haben über 60% angegeben, dass sie pro Tag mehr als 8 Stunden in das Lernen für die Schule investieren. Und das ist doch schon bedeutsam, also wirklich sehr viel. Auch das Wohlbefinden war im zweiten Lockdown eigentlich besser als im ersten. Jetzt kommen wir aber zu einem Ergebnis, das, glaube ich, am Anfang für viele sehr unerwartet war, für uns nicht so sehr, aber deswegen für viele, weil, Sie erinnern sich, Oberstufenschülerinnen und Schüler hat man ja viel länger im Lockdown gelassen und die Argumente waren ganz klar. Sie können viel besser ihr Lernen selbst organisieren, sie können mit digitalen Medien besser umgehen. Daher kann man sie länger im Lockdown lassen und damit vermeidet man auch, dass zu viele Schülerinnen und Schüler auf einmal in der Schule sind. Warum ist es ihnen aber schlechter gegangen? Wenn wir in die Entwicklungspsychologie schauen und vor allem in die Theorien der Entwicklungspsychologien, dann wird uns das nicht verwundern. Es gibt verschiedene Theorien, aber ich glaube, hier passt sehr gut die Theorie der Entwicklungsaufgaben. Danach hat ja jedes Lebensalter spezielle Entwicklungsaufgaben, die es gilt zu bewältigen. Und hier sind für diese Phase besonders 2 Entwicklungsaufgaben relevant, die eben sehr beeinträchtigt waren. Das eine ist, eine größere Autonomie von den Eltern zu entwickeln. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man im Lockdown dann aber die ganze Zeit mit den Eltern beisammen ist, vielleicht noch auf einem kleinen Raum, während man die Freundinnen und Freunde, die eben in dieser Altersphase eine viel größere Bedeutung gewinnen, nicht sehen kann, wird klar, dass das eine besondere Beeinträchtigung ist. Die zweite wichtige Entwicklungsaufgabe ist die Identitätsfindung. Also wer bin ich? Wer will ich sein in Zukunft? Was will ich später machen? Beruf ergreifen, aber nicht nur. Das ist daher ein Alter, eine Altersphase der Selbsterprobung, wo man auch an seine Grenzen geht, die man auslotet und versucht, viele Erfahrungen zu sammeln. Dazu gehört eben auch Reisen, natürlich lang ausgehen mit Freundinnen und Freunden, diskutieren und so weiter. All das war auch nicht möglich. Und dann muss man natürlich etwas sagen, und ehrlich gesagt, wenn ich an meine eigene Jugendzeit zurückdenke, da haben wir ganz tolle Zukunftspläne geschmiedet. Und die jungen Menschen jetzt, denen fällt das vielleicht gar nicht so leicht, denn sie haben erkannt,
dass wir eine Klimakrise haben. Es zeigt sich ja, dass sie für Fridays for Future auf die Straße gegangen sind. Also sie wissen schon, dass ihre Zukunft nicht so rosig ist. Jetzt kommt die Pandemie und ich denke, es ist ihnen auch bewusst, dass sie einen Schuldenberg erben werden. Also wenn man sich das alles zusammennimmt, wird, glaube ich, klar, dass es gerade den Älteren schlechter geht, während für die Jüngeren sind noch die Eltern die wichtigeren Bezugspersonen und sie sind auch viel mehr noch im Schoß der Familie aufgehoben und machen sich vielleicht auch noch nicht so viele Gedanken über die Zukunft. Aber nur, dass man das nachvollziehen kann. Und ich glaube, ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal diese Ergebnisse, die besonders dramatisch waren bei diesem zweiten Lockdown, der ja eigentlich damals auch für die jungen Menschen eher unerwartet gekommen ist, also unerwartet jetzt im Sinne, man hat gehofft, man ist aus der Krise raus, so wie man es ja jetzt auch gehofft hat, dass das sie besonders belastet hat. Einen Punkt möchte ich noch erwähnen, nämlich, und das gilt für alle Studien, die derzeit, also jetzt während des Lockdowns, während der Covid-Pandemie durchgeführt wurden, wir müssen davon ausgehen, dass wir Gruppen, die besondere Risiken haben, gar nicht erreichen mit einer Online-Erhebung. Das beginnt schon bei den Schülerinnen und Schülern, die zum Beispiel kein Endgerät haben, die keinen Internetzugang haben. Aber wir gehen davon aus, dass wir natürlich auch diejenigen nicht erreichen, denen es besonders schlecht geht. Also wer beim Lernen keinen Erfolg hat, wer nichts weiterbringt, wird nicht zu Hause sitzen und sagen, ah, jetzt kommt ein Online-Erhebungsinstrument, das fülle ich sofort aus. Also das heißt, dass genau die Risikogruppen unterschätzt sind. Und wie gesagt, bei allen anderen Studien, auch wenn sie repräsentativ heißen, glaube ich es auch nicht, denn die sind vielleicht repräsentativ nach Geschlecht, nach Alter, aber nicht nach solchen Zielgrößen wie, was uns zum Beispiel ja interessiert hat, wie ist es mit der Lernmotivation, wie ist es mit dem Wohlbefinden. Ja? Das heißt, unsere Ergebnisse, da gehen wir davon aus, zeichnen eher ein zu positives Bild. Ich möchte jetzt ein paar ausgewählte Ergebnisse präsentieren. Wir hatten eine Vorbesprechung mit dem Organisationsteam über meinen Vortrag. Und da habe ich erzählt, dass wir als letzte Erhebung, das war die Erhebung vor diesem Sommer, also im Ende Mai, Anfang Juni 2021, eine Erhebung so gemacht haben, dass wir versucht haben, faktisch alle beteiligten Gruppen einzubeziehen, ja, um damit eine Aussage über das Gesamtsystem Schule machen zu können. Leider war damals auch wieder stark Lockdown und sehr schwierige Verhältnisse, sodass es nicht möglich war, wirklich viele gesamte Schulen, wo wir eine 1:1 Zuordnung machen können, zu erheben. Was haben wir gemacht? Der Fragebogen war im Online im April und Mai. Die Situation in Österreich war damals sehr heterogen, wie es ja faktisch eigentlich in der letzten Zeit sehr häufig der Fall war, nämlich teilweise war ein harter Lockdown, teilweise war ein Schichtbetrieb. Die Stichprobe, die teilgenommen hat, war knapp unter 4.000. Und wir haben eben Daten erhoben von Schülerinnen, von Eltern, von Lehrpersonen und von Schulleitungen. Wie auch vorher schon erwähnt, gehen wir davon aus, dass auch diese Stichprobe natürlich nicht, oder diese Stichproben besser gesagt, nicht repräsentativ sind und eher Risikogruppen unterschätzt werden. Und ich möchte Ihnen jetzt faktisch für alle diese Gruppen die wichtigsten Ergebnisse, natürlich nur eine Auswahl, präsentieren. Ich fange mit den Schülerinnen und Schülern an. Hier haben wir Ihnen unter anderem die Frage gestellt, bekommst du derzeit genug Unterstützung beim Lernen? Und da sehen wir, dass es doch die Antworten ja, beziehungsweise die Antworten eher ja, deutlich häufiger angekreuzt wurden als die Antworten eher nein und nein. Aber trotzdem, sogar in unserer Studie, wo ich sage, wir haben eher Risikogruppen unterschätzt, sind es noch immer, wenn wir uns anschauen, über ein Viertel, die sagen, ich bekomme nicht genug Unterstützung. Nicht unerwartet, das wurde ohnehin auch während dieser gesamten Pandemiezeit diskutiert, vor allem in der Phase von Homeoffice und Lockdown, dass die meiste Unterstützung natürlich gegeben wurde von den Müttern, gefolgt von den Lehrpersonen und so weiter. Aber das sozusagen ist jetzt kein Ergebnis, das nur beschränkt ist auf diese letzte. Wichtig, wir haben ja gesagt, das war ein Hauptfokus unserer Studie, war natürlich auch das Wohlbefinden. Also wir haben die Frage gestellt, ich fühle mich gut. Und da sehen wir doch ein Ergebnis, dass wenn man sich überlegt, wie lange jetzt schon die Phase der Pandemie ist, ich habe es ja schon angesprochen, dass das ja ein Problem ist, vor allem für die älteren Schülerinnen und Schüler, sehen wir,
dass die Antworten eigentlich negativer waren als bei der ersten Erhebung. Die erste Erhebung sind sozusagen die blauen Balken, die Sie hier auf der rechten Seite sehen, während die fünfte Erhebung sind die roten Balken. Und da sieht man, dass die Antwort stimmt genau, beziehungsweise stimmt eher, beim ersten Messzeitpunkt wesentlich häufiger angekreuzt wurde als beim fünften Messzeitpunkt. Was aber gleich war, ist, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler ein höheres Wohlbefinden berichtet haben, die sich auch kompetenter und in ihrer Autonomie beim Lernen besser unterstützt gefühlt haben. Also ich will nur sagen, das sind ja wieder diese psychologischen Grundbedürfnisse und diese Zusammenhänge zwischen Wohlbefinden und Erfüllung der Grundbedürfnisse haben wir durchgängig gefunden. Wir haben Ihnen auch eine offene Frage gestellt. Was sind die Gründe, dass ihr euch nicht wohlfühlt? Und da kamen, was einem gar nicht wundert, natürlich mangelnde soziale Kontakte, Überforderung durch hohe schulische Anforderungen, Probleme beim selbstständigen Erarbeiten des Lernstoffes oder der eigenständigen Strukturierung des Alltags. Dieser ständige Wechsel zwischen Home Learning und Präsenzunterricht, auf den man sich immer wieder einstellen muss. Auch haben viele über eine mangelnde Motivation berichtet. Also so in dem Sinn, ich schaffe es gar nicht mehr, mich aufzuraffen und mit dem Lernen anzufangen. Jetzt sitze ich und arbeite für die Schule mit den Stunden schon 6, 7 Stunden und dann soll ich mich nachher noch aufraffen, dass ich selbstständig etwas lerne. Auch Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, haben viele angegeben. Langes Arbeiten am PC, also ständig sitzen vor sozusagen dem Bildschirm. Und auch mangelnde Möglichkeit, Sporthobbys als Ausgleich zu betreiben. Und, das habe ich ja vorher schon erwähnt, dass wir natürlich auch eine psychologische Krise haben, zumindest bei einigen Schülerinnen und Schülern. Also das heißt, einige haben natürlich auch über psychische Belastungen geklagt. Nachdem wir aber grundsätzlich der Ansicht sind, dass wir die Pandemie jetzt nicht nur als negativ betrachten dürfen, denn wir wissen ja auch, dass ist ja klar geworden, wir haben zum Beispiel einen digitalen Schub, nicht nur im Bildungsbereich, sondern in vielen anderen Bereichen. Schülerinnen haben ja auch berichtet, dass sie viel besser ihr Lernen strukturieren und regulieren können. Also wir haben sozusagen auch Lerngewinne. Ja? Und daher haben wir sie auch gefragt, was ist seit Beginn der Pandemie besonders gut gelungen? Und da war eigentlich die häufigste Antwort, und dass sie sich gewissenhaft an Corona-Maßnahmen gehalten haben. Und da sehen wir übrigens auch, dass während die einen Schülerinnen und Schüler angeben, dass sie Probleme haben mit der Selbstorganisation, das war ja auf der vorigen Folie zu sehen, gibt es auch andere, die sagen, ich habe Lernzuwächse in Bezug auf Selbstorganisation, in Bezug auf eigenständiges Lernen und auch Umgang mit Computern. Das heißt, hier haben wir auch das Beispiel dafür, dass die Heterogenität über die Pandemie und die Maßnahmen, die verhängt wurden, zugenommen hat. Während manche auch, das habe ich vorher jetzt nicht ausgeführt, angegeben haben, dass in der Familie schwierig ist, haben wieder andere angegeben, dass die Beziehungen innerhalb der Familie verbessert wurden, weil man sozusagen mehr einander zugehört hat, mehr Zeit miteinander verbracht hat. Und dasselbe gilt für Sport und Hobbys. Wir haben also vorher gesehen, manche beklagen, dass das nicht möglich war, während wieder andere sagen, ich habe jetzt mehr Zeit, das zu nutzen. Also Heterogenität hat zugenommen. Nachdem ich ja gesagt habe, wir haben so Unterschiede zwischen den Jüngeren und den Älteren, wollte ich Ihnen das auch anhand von ein paar Beispielen zeigen, und zwar genau aus dieser fünften Erhebung. Also Sie sehen immer oben mal die Frage, die wir gestellt haben, und dann kommen zuerst die Pflichtschule und dann immer die Oberstufe. Also Pflichtschule ist klar, wir haben ja nur in der Sekundarstufe befragt, weil in der Volksschule sind wir davon ausgegangen, dass ein Fragebogen zu kompliziert ist zum Lesen und zu verstehen für die Zielgruppe, obwohl die auch interessant gewesen wäre. Und wenn wir uns gleich die erste Frage hernehmen, ich fühle mich in der Schule wohl, so sehen wir doch beachtliche Unterschiede, während in der Pflichtschule 40,9% angeben, stimmt genau, sind das in der Oberstufe nur 27,8%. Die Frage, ich gehe gerne in die Schule, sehen wir dagegen, Pflichtschule und Oberstufe, wenn wir uns das ansehen, eine ziemlich gleiche Verteilung. Also da gibt es keinen Unterschied. Anders ist es wieder, wenn wir uns die Frage nehmen, ich bin optimistisch, was meine Zukunft betrifft. Das sehen wir genauso wie bei der ersten Frage, dass das wesentlich häufiger, das stimmt genau, von den Pflichtschülerinnen und Schülern angekreuzt wird, aber deutlich seltener von Schülerinnen und Schülern der Oberstufe. Das
Ein ähnliches Ergebnis sehen wir, wenn wir uns die nächste Frage anschauen. Ich bin mir sicher, trotz der Änderungen im Unterricht wegen Covid-19, langfristig keinen wichtigen Lernstoff verpasst zu haben. Hier sehen wir deutliche Unterschiede zwischen Pflichtschule und Oberstufe, sowohl wenn wir uns anschauen, stimmt genau, wesentlich häufiger in der Pflichtschule, aber auch als stimmt nicht, wesentlich häufiger angekreuzt, nämlich immerhin ein Drittel der Oberstufe sagt, das stimmt nicht. Nächste Frage, wenn ich zu Hause im Distance Learning bin, weiß ich, dass meine Lehrerinnen und Lehrer es schaffen, mich gut auf Prüfungen vorzubereiten. Hier haben wir ein ähnliches Ergebnis wie oben. 32% in der Pflichtschule stimmen dem genau zu. In der Oberstufe sind es dagegen nur 8%. Und auch die Antworten bei stimmt nicht sind wesentlich häufiger bei den Oberstufenschülerinnen und Schülern. Und wenn wir uns jetzt die letzte Frage hernehmen, ich glaube, dass sich die Schule gut um mich kümmert, sehen wir ähnliche Unterschiede wie bei der Frage vorher. Also häufigere Zustimmung in der Pflichtschule und häufigere Ankreuzung von stimmt nicht in der Oberstufe. Also Sie sehen, und diese Unterschiede ziehen sich jetzt eben oder haben sich bei allen diesen Erhebungen durchgezogen. Ich komme jetzt zur nächsten Gruppe, nämlich zu den Eltern. Und Sie werden sehen, die Ergebnisse bei den Eltern decken sich insofern mit den Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler, dass wir keinen einheitlichen Trend feststellen, sondern auch die Eltern beobachten eben ein sehr unterschiedliches oder haben ein sehr unterschiedliches Bild von ihren Kindern. Die Frage hier, die wir gestellt haben, unter anderem war, ich bin besorgt, also das passt dazu zur Frage bei den Schülerinnen, dass mein Kind aufgrund von Stofflücken langfristig in der Ausbildung Nachteile haben wird. Und wir sehen, wir haben nicht ganz, aber fast eine Gleichverteilung, wenn wir uns die Antworten anschauen. Das heißt, wir haben Eltern, die glauben, das trifft überhaupt nicht zu, aber auch Eltern, das trifft voll und ganz zu. Und das macht auch irgendwie klar, dass wir keine einheitlichen Bedingungen haben und daher es auch ganz schwierig ist, sozusagen unter Anführungsstrichen ganz einheitliche Maßnahmen jetzt zu setzen, sondern wir müssen uns wirklich sehr genau, glaube ich, die Zielgruppen anschauen. Manche Kinder haben in dieser Phase durchaus auch eine Resilienz entwickelt und haben trotzdem wirklich sehr dazugelernt, und zwar nicht nur fachlich, sondern eben auch in der Entwicklung ihrer fachübergreifenden Kompetenzen. Also das heißt, ist natürlich, und jetzt glaube ich, brauchen wir uns nicht wundern, dass gerade die Eltern, die selbst angeben, dass sie glauben, dass sie ihre Kinder gut unterstützen können, das sind im Allgemeinen natürlich höher gebildete Eltern, als Eltern, die einen schwachen Bildungshintergrund haben, die glauben natürlich auch weniger, dass ihre Kinder langfristige Nachteile durch die Krise haben werden. Wir haben die Eltern auch nach ihren Belastungen gefragt und da sehen Sie auch dasselbe Ergebnis wie vorher. Wir haben fast eine Gleichverteilung, das heißt, es gibt den Eltern, die auf die Frage, ich habe nie Zeit für mich selbst sagen, trifft gar nicht zu. Es gibt aber auch solche, die sagen, trifft voll und ganz auf mich zu. Ja? Und auch wieder, Eltern, die angeben, dass sie Personen haben, mit denen sie selbst über die Probleme sprechen können, wo sie Hilfe und Unterstützung bekommen. Also das wäre zum Beispiel dieses Grundbedürfnis der sozialen Eingebundenheit, wäre damit erfüllt. Die berichten auch, dass sie weniger belastet sind. Wir haben auch die Eltern gefragt, was seit der Beginn die größten Herausforderungen waren. Und die Eltern haben angegeben, dass besonders schwierig war, ihren Kindern den Kontakt mit Freundinnen und Freunden nicht ermöglichen zu können. Sie hatten auch Schwierigkeiten mit der technischen Infrastruktur und diese Balance zu finden zwischen ihren vielen Aufgaben, nämlich die Kinder unterstützen, selber Homeoffice, private Verpflichtungen und auch der Möglichkeit, eine Freizeit selbst gestalten zu können. Ich komme jetzt zu den Lehrpersonen. Auch hier wieder sozusagen ähnliche Fragen habe ich herausgenommen, sodass wir irgendwie ein vergleichbares Bild haben. Die Lehrpersonen haben wir gefragt, unter anderem, wie viele Schülerinnen und Schüler, die sie unterrichten, haben aufgrund der Veränderungen im Unterricht wegen der Covid-19-Maßnahmen derzeit Stofflücken. Und da sehen Sie, dass knapp 17% gesagt haben, fast alle in meiner Klasse, knapp 35 haben gesagt, viele, ungefähr
gleich, viele haben gesagt, teils, teils. Und die Angaben bezogen auf fast keine ist ein doch nur 3%, also sehr wenig. Ja? Das heißt, wir haben hier doch eher die Annahme der Lehrpersonen, dass die Schülerinnen und Schüler eher Stofflücken haben. Was haben die Lehrpersonen noch angegeben? Dass sich viele der Schülerinnen und Schüler in der Situation belastet fühlen, aber auch, dass sie einen verstärkten Zusammenhalt unter ihnen beobachtet hätten. Wir haben sie auch nach ihren eigenen Belastungen gefragt. Hier haben sie angegeben, das wird sie vielleicht nicht wundern, sondern sie werden das sicher oder vermutlich auch so erlebt haben, dass ein hoher Mehraufwand entstanden ist. Sie sehen das auch auf der rechten Seite, nämlich ob sie mehr Stunden arbeiten als vor Covid. Und da sehen Sie, dass über 60% angegeben haben, dass sie deutlich mehr arbeiten, und deutlich weniger gibt es fast keine Angaben. Und dieser Mehraufwand, das haben wir auch offen gefragt, war insbesondere administrative Aufgaben, aufwendigere Unterrichtsvorbereitung, weil man ja auf dieses ständige digitale Distance Learning nicht eingestellt war, hoher Kommunikationsaufwand und so weiter. Die Frage aber, auch das, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, die Frage, wie sie den Kontakt mit den Eltern halten konnten, hat doch die große Mehrheit angegeben, dass sie einen guten Kontakt mit diesen halten konnten, was ja gerade in dieser Situation sehr wichtig ist. Auch die Lehrpersonen haben wir gefragt, was seit Beginn der Pandemie die größten Herausforderungen waren. Und hier ist herausgekommen, wie gesagt, Sie werden sich vielleicht nicht darüber wundern, dass dies die mangelnde und häufig sehr kurzfristige Informationen seitens der Politik waren, was sozusagen neu geplant werden musste, und auch die sich dadurch ständig wechselnden Rahmenbedingungen. Auch eben diese Mehrfachbelastungen durch den digitalen Unterricht und auch die Betreuung der eigenen Kinder. Man darf ja nicht vergessen, auch die Lehrpersonen, viele haben Kinder und haben dieselbe Situation wie Eltern, weil sie eben auch Eltern sind. Und natürlich auch die Sorge vor einer Ansteckung mit Covid-19. Ich komme zu dem, was bei den Lehrpersonen besonders gut gelungen ist. Auch das haben wir gefragt, weil auch hier wollten wir sozusagen wissen, was kann man eigentlich auch Positives aus der Pandemie mitnehmen. Nicht unerwartet, Fortschritt im Umgang mit digitalen Lehrformen, Verbesserung bezüglich Organisation und Zeitmanagementfähigkeiten. Das ist ja in gewisser Weise parallel zu den Schülerinnen und Schülern. Und ich glaube, auch ein sehr wichtiger Lerngewinn, den wir übrigens auch sehr ähnlich bei den Elementarpädagoginnen gefunden haben, ist, dass man gelernt hat, dass nicht immer alles perfekt laufen muss und kann. Es gibt so viele Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Und dass man auch die Ansprüche an sich selbst durchaus verringern muss und sozusagen Dinge auch gelassener nehmen. Ja? Und auch, dass man sozusagen manchmal auch sagen muss, ich muss jetzt auf meine eigenen Bedürfnisse achten und Pausen einlegen. Fast ident haben das auch die Elementarpädagoginnen angegeben. Ich komme jetzt zur letzten Zielgruppe, nämlich die Schulleiterinnen und Schulleitern. Und wir haben die Frage mit diesem Arbeitspensum auch diesen gestellt, und hier hat sich das noch mehr verschoben. Hier haben über 71% angegeben, dass es deutlich höher ist. Und Sie sehen, die besonderen Belastungen waren darin, dass sie Probleme hatten, weil sie sich eben nicht darauf verlassen konnten, dass sie rechtzeitig über alle Änderungen informiert sind, und zwar so rechtzeitig, dass sie noch die entsprechenden Vorbereitungen treffen konnten. Trotzdem hat mehr als die Hälfte angegeben, mit Veränderungen an der Schule zumindest ziemlich gut umgehen zu können. Auch Sie haben wir gefragt, was die größten Herausforderungen waren. Also da gab es sehr hohe Übereinstimmung mit den Lehrpersonen, nämlich diese häufige Regelwechsel und diese Unsicherheiten. Bei Ihnen war natürlich noch ein Zusatz, dass Sie mit sehr vielen Gruppen kommunizieren mussten, also mit den Lehrpersonen, mit den Eltern, mit den Schülerinnen. Und diese intensive Kommunikation, es kam auch immer, es gibt schwierige Eltern, mit denen die Kommunikation besonders herausfordernd ist. Und die Vernetzung mit allen diesen Beteiligten hat für Sie eine besondere Herausforderung dargestellt, nämlich vor allem, wenn die Eltern eine ablehnende Haltung gegenüber den schulbezogenen Covid-19-Maßnahmen hatten. Und wenn wir wissen ja, wie viele Personen noch nicht geimpft sind, muss man davon ausgehen, dass sich darunter auch durchaus nicht wenige
Eltern befinden. Auch die Schulleitungen haben wir gefragt, was besonders gut gelungen ist. Und da kam heraus die Vernetzung innerhalb des Kollegiums, der Aufbau einer klaren Kommunikationsstruktur. Und da kann ich nur sagen, ich habe ja nicht alle Ergebnisse gebracht. Das hat auch funktioniert, denn wir haben die Schülerinnen gefragt, ob sie sich in der Schule sicher fühlen und gut informiert fühlen. Und da war die große Mehrheit, die gesagt hat, ja, das stimmt, ich fühle mich gut informiert, ich fühle mich sicher. Und auch die Eltern haben das angegeben für ihre Kinder. Eine gute Organisationsstruktur aufgebaut haben und auch, dass die nötige technische Infrastruktur beschafft werden konnte. Gut, das war jetzt ein sehr intensiver Einblick in die fünfte Erhebung und ich möchte zum Abschluss zum Thema Lessons Learned kommen. Noch einmal ganz kurz zur Ausgangslage. Ich habe gesagt, auch vor Covid war nicht alles rosig. Also Chancengerechtigkeit war schon immer ein Problem. Schulen und Lehrpersonen waren nicht ausreichend auf den digitalen Unterricht vorbereitet. Auch Selbstorganisation wurde nicht ausreichend systematisch gefördert. Und auch ein Austausch und Abstimmung von Lehrpersonen in der Sekundarstufe war nicht obligatorisch. Und darüber haben sich auch gerade bei der ersten Erhebung sehr viele Schülerinnen und Schüler beklagt, zum Beispiel, wie viele Lehrplattformen eingesetzt wurden gleichzeitig. Welche Herausforderungen gibt es aus meiner Sicht? Ich hoffe, mit einigen ist mittlerweile schon umgegangen worden. Ich beginne mit Schülerinnen und Schülern. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Risikoschülerinnen identifiziert wurden. Ich hoffe, es ist überall geschehen und dass sie vor allem differenzierte Unterstützungsangebote erhalten haben. Ich finde, wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel ein 12-, 13-jähriger Schüler, so ist, der vielleicht einen außerordentlichen Status hatte, dessen Eltern ihm nicht helfen konnten, keine Erfolgserlebnisse hatte, der ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit so herausgefallen, dass er, weil er ja keine Erfolge hat, Lernen und Schule ablehnen muss, weil ich kann ja nicht sagen, ein System ist gut, nur ich bin ein ständiger Versager. Das brauche ich schon aus Selbstwertschutz. So jemanden wieder zurückzuholen, dass diese Person Vertrauen fasst und sagt, ja, Lernen und Schule ist wichtig, ich kann es, ich fange wieder an und habe das Selbstvertrauen, auch es schaffen zu können, das ist nicht einfach. Ja? Und das geht nicht in ein, zwei Wochen. Das heißt, es braucht aus meiner Sicht, und ich hoffe, das ist auch schon geschehen, individuelle Lern-, Förder- und Unterstützungspläne, in die auch die Eltern eingebunden werden sollten und wo es auch dann sozusagen Milestones gibt, wo man sich anschaut, hat das geklappt, wo muss man nachbessern und so weiter. Die Erfahrungen über den Umgang mit Krise, Selbstorganisation, Digital Learning sollten aufgearbeitet werden und zwar auch mit Blick auf die Perspektivenübernahme, dass sich also Schülerinnen und Lehrpersonen austauschen, welche Herausforderungen hat es für die jeweiligen Seiten gegeben. Es ist auch für die Schülerinnen wichtig zu wissen, welche Herausforderungen es für die anderen Seiten gegeben hat. Aber was auch wichtig ist, Good Practice-Beispiele zu identifizieren. Welche Aufgaben, die wir im Lockdown erhalten haben als Schülerinnen jetzt, haben mir nicht nur Spaß gemacht, sondern wo habe ich auch wirklich davon profitiert? Und wie kann man solche Aufgaben, eben auch unter Berücksichtigung der Erfüllung der psychologischen Grundbedürfnisse, wie kann man die gestalten? Wenn wir viele solche Beispiele haben, das könnte man vielleicht auch in so ein Board, wie es vorher vorgestellt wurde, einspeisen, damit sozusagen ein großes Repertoire zur Verfügung steht. Bei Lehrpersonen sehe ich die Herausforderung stark, fachübergreifende Kompetenzen systematisch zu fördern, digital natürlich auch, darüber wurde vorher ja schon gesprochen. Wichtig erscheint mir, die Erfüllung der psychologischen Grundbedürfnisse zu ermöglichen. Also ich kann ja die Aufgabenstellung so machen, sogar wenn es im Distance Learning ist, dass die Schülerinnen, die Schüler sich nach ihren Interessen ein Thema auswählen können. Da wäre die Autonomie erfüllt, dass man in Gruppen es bearbeitet, soziale Eingebundenheit erfüllt und dass die Aufgaben an das Kompetenzniveau der Schülerinnen und Schüler so angepasst ist, dass es nicht zu leicht ist, aber doch schaffbar. Zu hohen Druck herausnehmen. Das haben übrigens viele Schülerinnen und Schüler beklagt, dass der Druck sehr stark verspürt wird, jetzt muss man auch den ganzen Lehrstoff durchbringen. Ja? Kooperation und Austausch mit Kolleginnen und Kollegen verstärken. Erfahrungen, habe ich ja schon gesagt, gemeinsam aufarbeiten und den Austausch mit Eltern und Kindern systematisch zu verankern. Ich glaube, Covid hat doch gezeigt, dass die Eltern auch erlebt haben, wie wichtig ist der Beruf Lehrerinnen und Lehrer und welche Herausforderungen stellen sich in diesem Beruf.
Und ich glaube, das ist eigentlich ein guter Anknüpfungspunkt. Und auch die Schülerinnen und Schüler, die sicher immer wieder über Schule geschimpft haben und nicht so gerne hingegangen sind, wie sehr haben sich die große Mehrheit wieder nach der Schule gesehen. Also das heißt, das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, auch an dem Image zu arbeiten und sozusagen dran zu bleiben, dass dieses jetzt doch deutlich verbesserte Image erhalten bleibt. Fokus-Schulsystem. Ich glaube, wir sollten von diesen Maximallehrplänen, die derzeit ja vorhanden sind, zu Mindestanforderungen gehen. Es gibt ohnehin neue Lehrpläne, aber das ist, wäre ein ganz wichtiger Fokus, sodass wir differenzieren können zwischen Pflicht und Kür. Kür also mehr an den Interessen anknüpfen der Schülerinnen und Schüler durch Lernportfolios, was auch immer. Dann Digitalisierung, da brauche ich, glaube ich, nicht eingehen. Das wurde ohnehin schon ausgiebig gesagt. Maßnahmen für Chancengerechtigkeit systematisch implementieren, da kennen wir ja genug, nur wurden sie noch immer nicht ausreichend umgesetzt, also Ausbau, Elementarbereich, höchste Return on Investment, Ganztagsschulen, Sozialchancenindex und so weiter. Und ich glaube, ganz wichtig, das hat sich, glaube ich, auch gezeigt, warum wir jetzt so viele Probleme haben, ist eine transparente und auch nachvollziehbare Kommunikation unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Befunde. Und aus meiner Sicht sollte auch die empirische Bildungsforschung entsprechend gefördert und ausgebaut werden. Ich möchte noch ein, zwei kleine Anregungen, es wurde ohnehin vorher schon viel angesprochen, aber das ist vielleicht ein bisschen ein anderer Fokus vom Thema E-Education gehen, mit dem ich mich ja auch immer wieder in Forschung beschäftigt habe. Der Einsatz digitaler Medien kann eben auf der einen Seite dazu zu dienen, die Kompetenzen im Umgang mit diesen und die Nutzung zu steigern. Da gibt es ja jetzt sehr viele Maßnahmen. Das ist eine gute Voraussetzung für Weiterbildung und für lebenslanges Lernen. Aber es sollte, ich glaube, das ist ja ganz wichtig, einen Mehrwert haben. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Das heißt, wir brauchen eben diese pädagogisch-didaktischen Konzepte für den Einsatz und sehr stark orientiert an den Lehrzielen und auch den Lernvoraussetzungen der Lernenden, weil ja gerade die digitale Medien sehr, sehr gute Möglichkeiten für einen individualisierten Unterricht geben. Aber vielleicht könnte man auch noch digitale Medien als Thema mehr generell aufgreifen. Ich habe hier nur vier Beispiele gemacht. Es gibt noch viel, viel, viel mehr. Also ein Beispiel ist, wir nehmen doch alle Informationen aus dem Internet war und suchen sie auch ganz gezielt dort und auch sehr viele junge Menschen, gerade diejenigen. Ich glaube, man muss sehr viel dazu mit ihnen besprechen, wie bewertet man die Glaubwürdigkeit einer Quelle, denn den Wahrheitsbeweis können wir ohnehin nicht antreten, aber ich kann Fragen an die Quelle stellen, bezogen auf die Glaubwürdigkeit oder Multitasking. Welche Probleme ergeben sich für das Lernen, wenn ich ständig mehrere Sachen parallel mache? Ich schaue in mein Handy, ich schaue in sozusagen mein Tablet, parallel läuft irgendeine Musik, die mir gefällt und so weiter. Da gibt es mittlerweile gute Studien dazu, die zeigen, dass das nicht für das Lernen gut ist. Oder wie funktionieren Algorithmen? Die Welt wird sich in diese Richtung immer mehr entwickeln und ein Basiswissen darüber kann ja wohl nicht schaden. Oder Cybermobbing. Cybermobbing, ich beschäftige mich seit sehr, sehr vielen Jahren mit Mobbing und Cybermobbing. Welche Folgen hat es? Wie kann man eigentlich einschreiten und hier etwas machen? Und vielleicht noch einen Satz, jetzt als Ergänzung vielleicht zum vorigen Vortrag. Gerade im digitalen Bereich haben wir ja so viele Weiterentwicklungen, und sodass auch die Ausbildungsinstitutionen nicht ständig nachkommen können, sozusagen in der Aus- und Weiterbildung, das anzubieten. Ich meine, natürlich werden sie ständig Angebote machen. Ich glaube, es wäre sehr gut, so etwas auf die Schulebene zu verlagern. Das sprich, jede Schule oder wenn es sehr kleine Schulen sind, ein Zusammenschluss, ein Verbund an Schulen, jemanden hätte, der wie ein zweites Fach eben einen Schwerpunktausbildung hat im Bereich Digitalisierung und der dann vor Ort im Sinne auch einer Schulentwicklung verantwortlich ist, dass die anderen Lehrpersonen sozusagen diese Entwicklungen dann mitnehmen. Also so etwas, glaube ich, gilt nicht nur für das Thema Digitalisierung, aber ich glaube, wir müssen sehr viel auch auf die Schulebene verlagern und in der Grundausbildung die Voraussetzungen schaffen, dass man dann da andocken kann. Ganz zum Schluss Blitzlichter für die Schule der Zukunft. Welt von morgen, herausfordernd. Viele Komplexitäten, zunehmende Komplexität der Lebensbedingungen. Ich gehe jetzt gar nicht darauf ein. Wir kennen das alle von Klima, Wettbewerb, Ungleichheiten, Demokratieverlust. Kennen wir alle.
Und alles, was wir vor Jahrzehnten hatten als einen klaren Plan, wenn ich das Bildungssystem verlassen habe oder beziehungsweise die Schule verlassen habe, ist jetzt keineswegs mehr der Fall. Das heißt, die Zukunft ist nicht mehr in gleicher Weise vorhersehbar. Daher muss man sich die Frage stellen, was sollten Kinder und Jugendliche in der Schule der Zukunft eigentlich lernen? Und da habe ich ein paar Punkte gebracht. Ich denke, Sie könnten sie selber noch beliebig ergänzen. Und ich will aus dieser Liste auch nur ein paar herausgreifen. Wahrscheinlich werden wir ständig Veränderungen haben. Was bedeutet das aber? Und Unvorhersehbarkeiten, dass man lernen muss, mit Veränderungen umzugehen und sie aktiv anzunehmen. Das heißt, sie nicht nur als Bedrohung zu sehen. Ich will einen anderen Punkt herausgreifen. Selbstvertrauen und Mut haben. Denn wenn wir an die diese vielen bedrohlichen Szenarien denken, vom Klimawandel angefangen, dann brauchen wir ja junge Menschen, die so viel Selbstvertrauen haben, dass sie nicht nur sagen, ich kann auf so eine Welt reagieren, sondern die auch den Mut haben und das Selbstvertrauen zu sagen, ich glaube, ich kann mit anderen natürlich gemeinsam, nicht ich allein, sondern auch so handeln, so agieren, dass ich diese Welt verändern kann. Also nicht nur reagieren, sondern auch agieren kann. Und da muss ich mich schon ein bisschen fragen, haben wir genug die Lerngelegenheiten, die Selbstvertrauen und Mut vermitteln, oder schauen wir vielleicht doch nicht zu sehr darauf, was Schülerinnen und Schüler nicht können, anstatt dass wir draufschauen, was sie können. Das heißt, nur ein Beispiel zu nehmen, wir brauchen eigentlich komplexe Aufgabenstellungen, in denen sie in Teams arbeiten, mit sehr heterogenen Wissen und vielleicht auch heterogenen kulturellen Hintergrund, wo es auch nicht geht, die richtige Lösung zu finden. Das wird doch gar nicht leicht sein. Aber wo man lernt, Strategien zu entwickeln. Wie kann ich Lösungsansätze probieren? Wie kann ich, wenn es nicht funktioniert, lernen, wie verändere ich die Strategie? Dazu brauchen wir ganz viele Kompetenzen, wo ich auch wieder Lerngelegenheiten im Schulsystem brauche, wie Entscheidungskompetenz, Verantwortungskompetenz. Denn wir brauchen auch natürlich sehr viel Solidarität. Also ich will gar nicht weiter darauf eingehen, aber ich glaube, wir sollten uns diese Frage stellen und überlegen, was das für das Schulsystem, aber nicht nur das Schulsystem, sondern das ganze Bildungssystem braucht, auch die Universitäten brauchen das, dass sie sich mit diesen Fragen mehr beschäftigen. Ich komme noch einmal, was ich schon gesagt habe, wir brauchen eine verbindliche Grundbildung, aber Förderung der individuellen Interessen und Begabungen. Je heterogener das Wissen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit komplexen Herausforderungen umgehen können. Und was brauchen Lehrpersonen? Welche Kompetenzen? Diese Frage müssen wir uns auch stellen. Und ich glaube, Sie werden nicht verwundert sein, dass das dieselben Kompetenzen sind, zumindest meiner Meinung nach, die ich bei Schülerinnen genannt habe. Aber es kommt noch etwas dazu, nämlich Modell und Vorbild sein. Schule der Zukunft würde dann in der Lage sein, mit diese zwei Zitate in der Grundverfassung im Idealfall auch zu erfüllen. Und wir würden dann wegkommen von diesem Verstetigung des Misserfolgs zu einer Verstetigung des Lernerfolgs. Wobei ich der Ansicht bin, es wurde angesprochen, ja, wir haben die Bildungspsychologie gegründet, ich mit meinen Mitarbeitern. Und die hat den Fokus auf die gesamte Bildungskarriere. Es gilt, Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Und ich sage immer, das ist sozusagen fast überall, wo ich eingeladen bin zu Vorträgen, versuche ich, das anzusprechen. Bildungspolitik ist gleichzeitig Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Gesundheitspolitik, wir können sagen Innenpolitik, Justizpolitik und damit auch Finanzpolitik. Nur wissen es viele Politikerinnen und Politiker noch nicht. Aber wir müssen daran arbeiten, dass sie es wissen. Veränderung braucht Mut, aber das kann ich aus eigener Erfahrung sagen und Sie wahrscheinlich auch, vor allem Geduld und einen langen Atem. Aber Veränderung braucht doch Optimismus. Und ich kann nur sagen, der Optimist irrt sich genauso oft wie der Pessimist, aber er hat viel mehr Spaß dabei. Daher bleiben wir doch Optimisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Das war sehr inspirierend. Vielleicht darf ich ja kurze Antworten noch schnell geben, die Sie hier auch als Fragestellungen und Anforderungen an das Bildungssystem aufgeworfen haben. Denn besonders jetzt bezogen auf E-Education versuchen wir hier ja eine Unterstützungsstruktur, eine vorwiegend pädagogische Unterstützungsstruktur anzubieten. Ja. Und somit würde ich Sie auch freuen, ich zitiere jetzt nochmal Martin Bauer, der gesagt hat, an dieser
An diese Fachtagung werden wir noch lange zurückdenken, denn das war der Tag, als die digitale Grundbildung zum Pflichtfach wurde. Und so gesehen versuchen wir hier, das wirklich sehr breit zu verankern. Aber meine Frage, die geht ein bisschen in diese Richtung, dass es sozusagen der Einsatz digitaler Medien grundsätzlich den Unterricht sehr stark öffnet. Ja? Und Sie haben es adressiert in Ihren Folien, dass das bedeutet, dass Lehrkräfte Zusatzkompetenzen auch benötigen, die dann idealerweise über Fortbildungen erworben werden. Aber meine Frage ist, ist es nicht vielmehr auch eine Haltungsfrage? Beziehungsweise wie kann man diesem Aspekt begegnen, dass sozusagen hier vielleicht auch Ängste existieren, den Unterricht zu weit zu öffnen, weil das dann auch Auswirkungen auf das eigene pädagogische Agieren hat? Also fangen wir mal an mit der Ausbildung. Da gibt es übrigens, weil das vorher gefragt wurde, vom Qualitätssicherungsrat, und zwar der Unterleitung von Andrea Schnieder und der Marie-Louise Braunsteiner, wurden die sämtliche Curricula, also Allgemeinbildung, sowohl Primarstufe als auch Sekundarstufe angeschaut, inwieweit wirklich verbindlich, und zwar verbindlich heißt, dass man es nicht als Wahlfach hat und man es dann nicht machen muss, die digitalen Kompetenzen verankert sind in den Curricula. Das ist nicht 100%. Es gibt in der, meines Wissens in der Sekundarstufe in einigen Ausbildungen es so, dass man es auch faktisch ins Wahlfach drinnen hat und damit nicht gesichert ist, dass jeder eine Basis hat. Aber es ist da und es wurde rückübermittelt in Verbünden, dass die sozusagen an dem arbeiten, dass das mal in der Grundbildung drinnen ist. Hier wäre auch, da gebe ich Ihnen recht, ganz wichtig, diese Haltung zu verankern. Und der wichtige, das Problem ist halt, jedes Curriculum, ja, was wir jetzt festlegen über digitale Medien und so weiter, ist, wenn es beginnt, wenn wir nicht drinnen haben, die Veränderung ist schon veraltet. Das ist ein Problem, was wir und auch wie lange es dauert, bis Curricula beschlossen werden. Ich glaube daher, die Curricula sollten nicht wieder dieses Futzelkleine haben. Sie wissen schon, ich habe schon die ersten Curricula, ich war ja in diesen Beiräten, wie das sozusagen gestartet wurde, dass wir sowas brauchen. Und da war wieder die Überfüllung mit lauter Futzelsachen, man muss Excel können, man muss Word können. Völliger Quatsch, dass man sowas hineinschaut. Ich sage es jetzt mal wirklich ganz deutlich. Hier geht es wirklich mehr um die Kompetenzebene, die aber drinnen haben muss, die Bereitschaft, sich ständig sozusagen, als Lehrperson an dem aktuellen Stand dran zu bleiben, soweit es jetzt für mein Fach auch nötig ist. Aber nicht jeder wird ein Informatiker, eine Informatikerin sein. Ich glaube, das muss man auch sehen. Und Sie wissen ja, dann kommt wieder der Ruf nach anderen Sachen. Wir haben ja von der Inklusion angefangen, bis Wirtschaftsbildung, bis die Vermittlung von Entrepreneurship, bis ich weiß nicht was, ganz viele Dinge drinnen. Und es kann nicht jeder Lehrer, jede Lehrerin die eierlegende Wollmilchsau sein. Ich spreche das jetzt ganz deutlich aus. Das heißt, in der Grundausbildung muss eine Basis und eine sozusagen ein Verständnis im Sinne einer Haltung dafür gegeben werden. Aber ich kann nicht jeden in jedem Bereich perfekt ausbilden. Aber es muss dann die Bereitschaft sein zur Weiterbildung und darum habe ich ja gemeint. Also ich bin mittlerweile sehr stark dafür, dass die höhere Expertise auch mit einem wirklich entsprechenden fachlichen Hintergrund besser auf die Schulebene verlagert wird, weil wir können nicht noch sagen, wir stopfen das und das und das und das, was die Schule alles leisten soll, hinein. Und sie muss aber manche Dinge, ich meine auch, was ich jetzt angesprochen habe, glaube ich, mit Schule der Zukunft wirklich leisten. Nehmen wir jetzt nur das Beispiel, was wir momentan ja auch stark erleben, diese Polarisierung in der Gesellschaft und die wir in den USA ja noch viel stärker erlebt haben, also Biden-Trump. Wir müssen doch eigentlich in der Schule schon vermitteln, dass wir miteinander reden können müssen, dass wir uns vorstellen müssen, ich versetze mich jetzt in den anderen hinein, der eine andere Meinung hat und wir lernen, wie wir da miteinander reden. Denn letztlich ist die Schule der Ort, wo man das tun können muss. Und ich würde jetzt sagen, das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn wir uns die Entwicklung der Gesellschaft anschauen. Und darum, glaube ich, muss man entscheiden, wo muss ich ganz in die Tiefe gehen und wo muss ich überlegen, wo ich Lerngelegenheiten aufbaue, dann auch für die Schülerinnen und Schüler und wo die Lehrpersonen das möglicherweise über Fächer hinweg sozusagen anwenden sollten. Es ist nicht leicht, hier Entscheidungen zu treffen, aber ich glaube wirklich, wenn wir die Schulebene dazu nehmen, entlastet es einiges. Ja, danke für die ausführliche Antwort. Letzte Zusatzfrage. Würden Sie besonders im Bereich der Fortbildung dann auch mit Incentivierungen arbeiten oder nicht?
Ich würde ehrlich gesagt, ich meine, ich beschäftige mich ja lang schon mit Fortbildungen, weil wir auch selber Trainings- und Interventionsprogramme und alles Mögliche entwickelt haben. Ich bin mittlerweile ja eigentlich sehr stark der Ansicht, dass Fortbildung sehr stark auch Schulentwicklung sein sollte. Weil wenn es sozusagen als Schulentwicklung ist, dann und das natürlich vorbereitet wird und so weiter, dann ist es ein Thema, wo wir uns gemeinsam aufmachen. Ja, natürlich hat der eine oder die eine mehr Kenntnisse, aber die kann dann das den anderen zeigen. Also so richtig, wir als Team machen das und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass es im System verankert bleibt. Also Einzellehrerinnen und Lehrer Weiterbildungen, die sozusagen nicht dann auch aufgenommen werden im System, ja, und auch nicht sozusagen positiv bewertet werden. Also so ungefähr, jetzt, ich habe das jetzt ausprobiert, habe das hier auch gemacht, wir tauschen uns aus, ja. Die haben eine viel weniger, also haben eine geringere Chance, dass sie dann im System verankert werden. Also ich bin wirklich, und vor allem, da gibt es ja schon Untersuchungen, wie viele Ausbildungen ja nur sehr kurzfristig sind, vor allem, wenn man sich selber ständig motivieren muss. Online-Ausbildungen sind gut, aber ich meine, die MOOCs haben ja am Anfang, warum haben die versagt? Ja, weil dieses selber ständig dranbleiben, was man zusätzlich zu seinen sonstigen Tätigkeiten macht, ist viel, viel schwieriger, als wenn wir als ganzes Team das machen. Also ich würde ehrlich gesagt es sehr stark empfehlen, dass man hier auch sehr stark Schulentwicklung macht. Ja, und wir sind ja auch dabei, dieses E-Buddy-System noch besser auszuformen, wo sozusagen auch im Kollegium Unterstützungsstrukturen existieren Genau. und angewendet werden. Und ja, das ist sicher in der Hinsicht eine sehr sinnvolle Weiterentwicklung, das auch bezogen auf die Schulentwicklung zu sehen. Frau Dr. Spiel, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Es war Ja. sehr bereichernd. Und jetzt wäre es ja so, dass wir vom Caterer draußen im Foyer einen Kaffee mit Küchlein kredenzt erhalten würden, hätte die Fachtagung stattgefunden. So bleibt nur über zu sagen, dass ich mich eben für einen Fachvortrag bedanke und wir uns um 15:30 Uhr hier wieder treffen. Vielen herzlichen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen.